Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Und in diesem Part kümmern wir uns als allererstes mal um die Grabhorn. Und dann eventuell eine Nebenquest, die zwischendurch aufgeploppt ist, so Richtung Ende des letzten Parts. Dazu aber später mehr, je nachdem wie weit wir kommen. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Ich bin gespannt, was jetzt genau passiert. Aber Ausrufezeichen heißt nicht eigentlich Kampf. Wow. Ist der ausgewichen? Scheint so. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Upsala. Ups. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Halbzeit? Dann wäre es ja gar nicht so schlimm. Ich will doch gar nicht. Einen Trank habe ich noch. Letzter Trank. Der Lumos, ja, nee, ist klar. Ich bin weg. Haben wir es jetzt? Oder noch eine dritte Phase? Knien, angreifen. Na komm, das Unlogischste zuerst. Ich brauche deine Hilfe.
Ladies and Gentlemen, ein neues Reittier. Und mehr Tierwesen in Blizzard, schön. Das Grabhorn verfügt über einen mächtigen Sturmangriff, der Gegnern auf bestimmten Barrikaden großen Schaden zufügt. Halte die Angriffstaste gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Grabhorns, da sie beim Angriff verbraucht wird. Schön. Das Einzige, was gerade nicht ganz so schön ist, ist, dass das Spiel so laut ist. Ja, die Ortszeige füllt sich aber auch wieder auf. Das ganze Spielchen hat jetzt nicht so lange gedauert, wie ich ursprünglich angenommen hatte. Finde ich noch schöner. Hat euch niemand beigebracht, dass man sich nicht einfach alles nehmen kann? Du sollst... Das ist schön. Das wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Du hast viele meiner Freunde. Oh, das ist spannend. Ach, springen kann der aber nicht. Sieht interessant aus. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Schau mal, ich sehe nicht nach. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Auf und schlaf. Irgendwas stinkt. Also mein Schneider kann der reißen. Okay. Ah, runterspringen geht auch. Auch schön. Er gibt noch einiges an den Quests. Macht der drin. Weil man hier beim Vorbeilaufen recht gut sieht. Werde ich eventuell machen. Was ist hier getan? Das Wichtige sind für mich halt jetzt die Hauptquests durchzuziehen und die Hauptnebenquests. Alles andere ist ein nice. Okay, langsam. Na also. Na dann, Grabhorn. Jetzt. Das ist das Schöne daran, dass das wirklich alles für mich bleibt, dass ich die Grafiken etc. das erste Mal sehe. Dann davon, dass man eine Entscheidung hat, was wusste ich vorher im Vorfeld. Damit ist auch alles aufgebraucht, was ich als Spoiler gehabt hätte. Na dann, ab in die letzte Prüfung. Na, wahrscheinlich muss ich erstmal absitzen, auch gut. Danke, Großer. Reveal. Also wenn das jetzt alles war, dann war das echt die leichteste Prüfung von allen Prüfungen. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihn zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isidora war nicht, was sie zu sein schien.
Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Ja, die wir benötigen. Das heißt aber nicht, dass wir alle Infos über die Fähigkeit bekommen, die es gibt. Hier mit alter Magie sehen, etc. pp. Also selbst wenn das dann alles sein sollte, sind wir immer noch an einer Stelle, wo man sagen kann, ja, es ist genug Möglichkeiten noch für irgendwelche Fortsetzungen oder vorhanden. Ja, scheint sonst nicht zu geben, außer das Denkarium. Gut, dann gucken wir uns jetzt den Inhalt des Denkariums an. Ich bin gespannt. Hallo? Isidora? Isidora? Mr. Morgan, hab ich. Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Also nur Schmerz wegnehmen. Okay, kriege ich noch nachvollzogen, aber alle Gefühle? Holy moly. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora. Runter mit dem Zauberstab. Professor. Sie lernten mich Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich sie nicht. Expelliarmus! Los, Sir. Aber
Ernsthaft? Okay, Notlösung. Kriege ich ja halbwegs nachvollzogen, aber trotzdem. Too much. Sie lebt. Also Isidora hat wirklich nur gut gemeint. Das Duell kann man drüber streiten. Aber dass das jetzt so aufgelöst worden ist mit einem Avada Kedavra, finde ich wirklich ist too much. Die hätte man wahrscheinlich zu dritt auch anders überwältigen können. Ich bin gespannt, was die Porträts jetzt dazu sagen. Holy moly. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrok erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen Sie aus den vier Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrok. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. ADAC, wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrok wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Thunderclap-Prüfung. Echt die einfachste Prüfung überhaupt, jetzt abgesehen davon, dass der Kampf sehr, sehr kernig war. Gut. Normalerweise, wenn ich irgendwie was gemacht habe, dann hau ich direkt das Ende rein. Aber ich habe mir jetzt was Kleines Spezielles vorgenommen, nämlich im Schatten des Relikts. Diese Eule hatten wir ja bekommen. Ach, da gibt es auch noch Avada Kedavra für. Sehr, sehr schön. Also wird das wahrscheinlich die letzte Quest dieser Reihe sein. Und um das zu machen, werde ich euch vorher das einblenden, als ich im letzten Part das tatsächlich gekriegt habe, damit ihr es nochmal aufgefrischt habt, was Ominous genau gesagt hat. Wie gesagt, ich setze an der Stelle hier einen Cut. Anne ist besorgt.
Sebastian habe ihr versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. So, und damit wisst ihr jetzt, was ich als nächstes vorhabe. Warum habe ich nicht auf F, bin ich nicht auf F gegangen? Talente werden wir nicht mehr großartig was bekommen. Außer dunkle Künste kann ich natürlich jetzt noch weiter. Ne? Na komm. Nehmen wir hier Imperium mit. Ist egal. Was haben wir hier? Arrest Momentum ist mir relativ egal. Töten eines Gegners. Na, warum nicht? Ja, ich nehme jetzt einfach voll die Flüche mit. In einer anderen Version des Spiels, also wie es ursprünglich gedacht war, da sollte man jedes Mal irgendwie Minus-Attribute bekommen, wenn man einen verbotenen Fluch einsetzt, beziehungsweise minus Hauspunkte, irgendwas in der Richtung. Ist in der Live-Version leider nicht drin reingekommen. Ist aber egal. Ominous hat um Hilfe ersucht und die wollen wir ihm jetzt gewähren. So viel Zeit wird noch sein. Etwas über 20 Minuten sollte alles, was vorher gewesen war, jetzt gewesen sein. Gewesen. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Was wohl? Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Okay. Die sieht aber immer kränker aus. Ominous, klär mich auf. Was hat er angestellt? Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Teils, ne? Beides nicht verkehrt. Ich versuche mich rauszureden. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Ja, mit Inferi. Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Hatten wir auch schon unsere Erfahrung gesammelt. Und wartet. Ich hätte eben beim kleinen Cut setzen mir eigentlich eine rauchen können. Aber nein, natürlich denke ich nicht so weit. Und stopf mir jetzt eine böse Spatze. Und wer mir jetzt auf den Trichter kommt, hey, auf der Arbeit kannst du auch nicht einfach nur so während der Arbeit dir eine anstecken. Ja, mag sein. Aber da bin ich auch nicht zu Hause. Schauen wir uns mal die Inferi an, auch wenn ich da gar keinen Bock drauf habe auf die Viecher. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Ja, in der Katakombe hier waren wir schon. Ja, falscher Zauber, ich weiß. Achio.
warum kann ich die Kiste bewegen? Ja, um da hochzukommen. Ist aber alles unwichtig. Besiege die Inferi. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne. In der großen Halle. Ja, auch dass die Ausrüstungsplätze voll sind, ist mir relativ egal gerade. Das hier. So. Hoch der Toten. Keine Ahnung, wofür man das genau braucht. Aber ich sammle sie auf. Bisschen Zeit zum systemischen Hochheilen brauchen wir sowieso. Wer weiß, vielleicht kriege ich noch den ein oder anderen Mega-Power-Trank. Die hätte ich mich auch noch herstellen müssen vorher. Siege die Inferi. In welche Richtung jetzt? Ja, hier sind Spinnen. Die Spinnen sind mir aber auch relativ. Wie ich schon sagte, die Spinnen sind mir relativ egal. Wichtig wären eigentlich Mega-Power-Tränke. Ansonsten darf ich nämlich jetzt hier Inferis etc. alles ohne Tränke machen. Zuletzt waren hier nicht so viele Inferi. Und keine Spur von Sebastian. Warte bitte kurz. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Ach, nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ach, ich muss nach Hogwarts. Und das erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Ja, einzuprügeln wohl eher. Sei vorsichtig. Ach hier. Ja, ich bin gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen, dem Vernunft einzuhauchen. Und ihr habt ja selber gesehen, wie oft ich hier Incendio eingesetzt habe.
Man muss diese Inferi erst zum Brennen bringen, bevor man den Schaden machen kann. Das ist der Kniff an denen. So, weiter geht's. Glimmstängel ist aufgesmoked. Ey, ihr müsst eigentlich alle brennen. Burnt. Ja, ja, ich weiß, dass du schon brennst. Gibt es echt keine Megapower-Tränke hier unten? The best chain, ernsthaft. Ich weiß noch nicht mal genau, wo die Haupthalle sein soll. Na, hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Ja, allgemein waren wir hier unten in der Katakombe ja schon. Die Inferi. Sie sind überall. Hab ich alle? Nö. Wow, Respawn. Wunderschön. Na, ach, da ist noch einer. Ja, komm ran. Und burn, baby, burn. Inferi-Armee. Holy moly. Ja, aber hier haben wir das Artefakt eigentlich hergehabt. Da jetzt nichts drin ist. Rebellion. Mega Power Tränke. Ja, da ist irgendeine Rüstung drin, die wir nicht einsammeln können. Also hier scheint es auch nicht richtig zu sein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, finde Sebastian. Oder Sebastian. Toll. Ah. I hate it. Das sieht mir aus wie ein neuer Weg. Da ist er. Rebellion. Ach hier.
Ach, so geht's auch nicht, auch gut. Mann! Ich kann doch nicht so blöd dafür sein, das da anzubringen. Na, na, na? Komm schon. So rüberhüpfen geht aber auch nicht. Ist das ein Bug? Nee, ne? Wir haben eigentlich so viele Fixes gehabt, dass es kein Bug sein kann. Das heißt, ich muss zu blöd sein. Ah, jetzt hat's geklappt. Da ist Sebastian. Erstmal so umgucken. Weil das könnte echt schon fast Endboss sein. So gefühlt. Also Endboss von den Nebenquests. Ist das nicht unglaublich? Ah, unglaublich, definitiv. Voldemort 2.0. Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relikt! Alamant! Hey. Das Relikt! Ja, super. Das wirst du wissen! Er hat seinen Vater angegriffen. Incendio!
Tut mir leid, Solomon. Ja, weg da. Mir leid. Ja, der ist einfach der Hauptgegner. So, wo ist Solomon jetzt wieder? Ah, da. So, Solomon sollte durch sein. Jetzt sind es noch die Inferi. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Nein. Wow. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, Ann. Incendio! Die stärkste aller der Zauberer hier. Ich glaube, der Todesfluch war ein schlimmerer Fluch als den Fluch, den Ann jetzt umzahlen hat. Trotzdem noch stark genug zum Disapparieren. Was hast du getan? Ann? Ann hat gar nichts getan. Du hast deinen Vater umgebracht. Ich muss hier raus. So gesehen, du ich musst nach Azkaban. Gehen lassen. Alter. Rebellion. Wie soll das denn jetzt noch aufgeklärt werden? Ernsthaft? Also irgendwie positiv ausgehen. Sebastian, warte! Sorry. Ja, aber die Musik, die untermalt die Situation eigentlich schon sehr, sehr gut.
was hier alles passiert ist. Holy moly. Halt, Sebastian! Warte! Ja, wahrscheinlich steht oben gleich Professor Blick und fängt ihn ab. Was ist nur in den Gefahren? Und seine Schwester, die muss ihn wirklich sehr, sehr im Herz haben, obwohl sie mitgekriegt hat, was er angestellt hat. Denn ihm hat sie nichts angetan. Hätte ich beim Bombarder sogar mit gerechnet. Dass das nicht nur gegen das Buch geht. Schande. Er geht zur Schule. N alleine jetzt im Haus, weil der Vater nicht mehr da ist, der sich um sie kümmern kann. Die Idee des Heilens ist auch nicht mehr so gegeben. Was ist denn? Und ganz ehrlich, ich hätte zu gern den Vater unterstützt. Nur ging ja gerade auch nicht in dem Kampf. Ich hätte Sebastian ja nicht angreifen können. Der Vater ist ja auch direkt auf uns. Da haben wir keine Wahlmöglichkeit gehabt. Das wäre auch nochmal schön gewesen, so einen kleinen Two-Way-Möglichkeit zu haben. Aber ja, egal. Sebastian, erzähl uns deine Gedanken. Auch wenn ich sie gerade nicht so ganz nachvollziehen kann. Also jetzt, ohne dass du mit uns gesprochen hast. Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sie sieht dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Jeder sollte diesen Fluch kennen, niemand sollte diesen Fluch kennen. Stimmt aus meiner persönlichen Sicht beides nicht. Weil niemand sollte diesen Fluch kennen, ist moralisch das Beste. Ja, okay, aber jedes Wissen, auch wenn es noch so verboten sein soll, kommt irgendwann wieder zutage. Und dann ist es besser, wenn eine ausgewählte Anzahl an Personen weiß, was das für ein Fluch ist und wie man den gegebenenfalls zu begegnen hat, was bei Avada Kedavra sehr, sehr schwer ist. Und jeder ganz definitiv nein, weil Sebastian als nicht gefestigter Kandidat ist da ein wunderbares Beispiel. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. In einem Livestream mit 10, 20 aktiven Zuschauern, die auch schreiben etc., würde ich jetzt fragen, hey, was soll ich nehmen? Jetzt bleibt diese A-Karte an mir hängen. Den schwarzen Peter kann ich nicht abgeben. Deswegen sage ich einfach, auch wenn es gegen meine persönliche Natur verstößt, dass jeder diesen Flug kennen sollte. Nicht können, sondern kennen. Das ist zumindest so eine kleine Abwandlung, womit ich mir die Antwort noch rechtfertigen kann. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Mann. Ich wollte ihm nicht zustimmen. Wenn ich jetzt sage, ja klar, bring ihn mir jetzt bei, dann stimme ich ihm wieder zu. Aber ich will den Zauber haben. Come on. Ich mach das, was gegen meine Moral verstößt. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet,
Avada Kedavra, deine Absicht muss klar sein. Okay. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Ja, treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Definitiv bist du nicht du selbst. Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkälber gemacht haben. Na, gibt's noch eine Nachricht von Natsai? Offensichtlich nicht. Aber jetzt Avada Kedavra zu erlernen. Ja klar, wollte ich. Es steht in den Sternen. Ja, werde ich definitiv auch noch machen. Das nicht. Talente. Genau. Dunkle Künste. Avada Kedavra Beherrschung. Die beiden Skillpunkte werde ich nicht großartig brauchen. Oder doch? Nö. Ja, ich gucke mir aber anders an, wo ich die anderen reinsetze. Jetzt passen wir hier noch Zauber an. Ich könnte eigentlich tatsächlich da Flipendo reinsetzen. Als Überbrückungszauber mit kleiner Cooldown. So, da ist der Avada Kedavra. Wo man sogar in den Menüs reingehen könnte, beziehungsweise in den Dateien reingehen könnte und den Cooldown runtersetzen. Aber ganz ehrlich, jetzt komplett zum Schluss mit den Gesprächsoptionen ist so manches passiert, was ich nicht wollte. Und auch die Story war für mich sehr, sehr aufwühlend. Tatsächlich war sie für mich aufwühlend, so dass ich jetzt an der Stelle einen Cut setze. Und im nächsten Part, anstatt mit der Hauptstory weiterzumachen, werden wir uns dann mit Poppy und ihrem Mondstein weiter beschäftigen, auf der Suche nach den Schnatzern. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, haltet die Ohren steif und wir sehen uns die Tage. Bis dann, ciao und tschüss.